Wir schreiben das Jahr 2006. Donald Trump und seine frisch vermählte Ehefrau Melania haben vor wenigen Monaten ihr erstes Kind Barron bekommen. Doch Donald reicht ein Supermodel als Frau noch nicht und so geht er fremd mit der Stripperin und Pornostar Stormy Daniels. Während eines Golfturniers sollen sich die beiden mehrmals getroffen haben und es soll wohl auch sehr intim gewesen sein. Wie man Donald Trump kennt, wäre er wohl der Letzte, der mit einem Pornostar eher lange Gespräche führen würde. Das sagt zumindest Stormy Daniels heute. Bis zum Wahlkampf war Trump die Affäre und eventuelle Aussagen, die auch seine Ehefrau Melania mitbekommen würde, nicht so wichtig. Doch im Jahr 2016, als die ersten Debatten begannen, bekam Trump plötzlich Angst. Er musste seine Fehler aus der Vergangenheit auslöschen, nicht dass ihm das noch zum Verhängnis werden kann. Die Affäre mit Stormy Daniels durfte auf keinen Fall ans Licht kommen und so machte Trumps Anwalt dem Pornostar ein Angebot. $130.000 dafür, dass Stormy Daniels nie wieder über Trump und das Verhältnis redet. Doch Trumps Anwalt war sehr vorsichtig. Donald Trumps Name dürfte nämlich nirgends auftauchen. So nannte er den heutigen Präsidenten einfach David Dennison und Stormy Daniels war Peggy Peterson. Aber warum ist die Affäre dann plötzlich so heiß und aktuell? Ich meine, schließlich dürfen wir sie ja nicht erfahren. Es liegt an Donald Trump selber. Er vergaß damals, dass er die Schweigepflicht ebenfalls unterzeichnen muss. Pornostar Daniels klagt die Schweigepflicht nun als ungültig an und droht Trump sogar damit, über alles auszupacken. Sie hat sogar Videos über die Begegnung, Geschichten über Trump und vieles mehr im Gepäck, über das sie nur zu gerne reden würde. Doch Trump und sein Anwalt setzen nun alles daran, um dies zu verhindern. Es ist schon unglaublich, oder? Was ein Mensch allein alles so für Skandale haben kann. Warten wir ab, was da noch kommen wird. Eins lässt sich sagen, es wird sehr spannend. Was ist denn eure Meinung zu dieser Geschichte? Schreibt sie uns mal in die Comments und wir sehen uns dann das nächste Mal hier auf Wissenswert.